Das Wort hat der Kollege Thorsten Felzhausen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich weiß gar nicht, ob es Ihnen eben gerade aufgefallen ist, was hier gerade von Herrn Schenk von sich gegeben worden ist. Ich glaube, für alle meine – und ich sage das jetzt auch so – Genossinnen und Genossen, die hier sitzen, sprechen zu können, dass wir uns sehr intensiv mit dem auseinandergesetzt haben, was nach dem Zweiten Weltkrieg und bis zum November 1989 passiert ist und welche Verantwortung dafür die SED getragen hat. Aber Herr Schenk, wenn Sie hier das SED-Grenzregime mit Todesstreifen, mit Stalinrasen, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch ein Begriff ist, mit Selbstschussanlagen gleichsetzen mit einem Naturschutzgebiet, wenn Sie hier sagen, das sei vergleichbar, dann reiht sich das nahtlos in die Aussage, in die geschichtsvergessene oder in die revanchistische Aussage von Höcke zum Holocaust-Mahnmal als ein Mahnmal der Schande ein. Meine Damen und Herren, Sie instrumentalisieren hier Geschichte für Ihre ideologischen Aussagen. Und Sie sollten an der Stelle wirklich ganz, ganz vorsichtig sein, weil Sie sind ein guter Beweis dafür, mit den Aussagen der AfD zu unserer Geschichte, wie man Geschichte verdrehen und umdeuten kann. Und das sollte nicht noch einmal passieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Felzhausen. Jetzt hat der Kollege Schenk noch einmal das Wort, wenn er es möchte. Ja, dann komm mal bei. Ich muss doch mal mit allem Material hier vorkommen. Ja? So. Herr Präsident, noch einmal. Verehrte Damen und Herren, also es geht hier um Erinnerungskultur. Und ich weise erst einmal Ihren Vorwurf mal hier, weise ich mal vollkommen zurück. Das hat überhaupt nichts. Das gucken Sie mal genau nach. Hier geht es ausschließlich darum, Sie sind rechtsidentisch mit der SED. Sie haben einfach nur den Namen gewechselt. Das ist juristisch einwandfrei. Ja, das haben Sie ja selber gemacht. Haben Sie doch selbst erklärt. Das heißt, wir tragen auch für die Dinge, die die SED angestellt hat, die Mitverantwortung. Das ist selbstverständlich. Sie haben überhaupt nichts gelernt. Sie streiten es ja ab. Sie streiten es ja ab. Und ich sage Ihnen, lesen Sie einfach mal dieses Buch. Dann wissen Sie, was diesem Mann an Unrecht geschehen ist. Der wollte einfach nur ein besseres Leben. Der wollte über die Grenze. Und da hat er 2 Jahre lang im Zuchthaus gesessen. Da ist er sozusagen drangsaliert worden. Und das alles ist hier dokumentiert. Er hat sogar die Originaldokumente hier eingescannt. Die sind hier mit in dem Buch drin. Das hat er bis zu seinem Lebensende praktisch in sich getragen, mit sich rumgetragen. Und da haben Sie überhaupt kein Verständnis für. Verstehen Sie, da sind Sie viel zu unsensibel für. Und was hier Frau Ministerin Hinz macht, das ist immer wieder dieselbe Methode. Das ist die Methode Junkers. Wissen Sie, wir stellen was in den Raum. Und dann wird im Grunde genommen, irgendeine blumige Geschichte drum gemacht. In Wirklichkeit ist es quasi, die Leute hinter die Fichte zu führen. Hier werden die Leute hinter die Fichte geführt. Die Eigentümer werden praktisch für diese grüne Ideologie, nämlich diese, man kann sagen, Schuldideologie des Menschen als derjenige, der die Umwelt kaputt machen will, in Haftung genommen. Und da wird der Waldbesitzer, da wird der Landwirt, das wird schon besser. Also Sie haben eine Aufgabe erstmal. Solche Geschichten gibt es Tausende, Zehntausende. Beschäftigen Sie sich mal damit und dann können wir später noch mal darüber reden. Aber erstmal muss man in sich gehen und auch da sozusagen seine eigene Verfehlung. Weil, und das grüne Band ist eben ein grünes. Herr Berlino, das grüne Band, das gibt es ja gar nicht in Hessen. Das grüne, ja, weil dieses grüne Band soll eigentlich eine Erinnerungskultur an den eisernen Vorhang sein. Nicht ein einziger Quadratmeter ist in Hessen sozusagen eiserner Vorhang gewesen. Worauf wollen Sie denn da ein grünes Band machen? Also dieses grüne Band ist einfach nur Schwindel. Das ist Schwindel und hinter die Fichte führen. Sie führen die Leute hinter die Fichte.
Ach, Sie sind doch grüner wie die Grünen mittlerweile. Ja, ja, das ist alles, das ist alles Machtkalkül. Das ist alles Machtkalkül, Herr Berlino. Da brauchen Sie sich überhaupt nicht auf die Schulter zu klopfen. Sie sind sozusagen wie das Fähnchen im Winde. Dort, wo die Macht winkt, da sind Sie dabei. Und deswegen haben Sie auch letztes Jahr, einfach um das mal klarzustellen, deswegen haben Sie doch letztes Jahr diesen Pakt abgeschlossen für die Landwirtschaft, wo Sie im Grunde genommen die Flächen den Bauern abkaufen wollen. Und hier ist ja genau das Gleiche. Mit Steuergeld werden sozusagen Flächen stillgelegt. Die sind aber nicht dafür da, einfach stillgelegt zu werden. Wir möchten als Gesellschaft davon schon Nutzen haben. Wir wollen das Holz daran ernten. Wir wollen aber auch von den Flächen sozusagen unsere Nahrungsmittel ernten und nicht irgendwie sozusagen das Ganze da im Nirvana verschwinden lassen und da irgendwo ein gutes Gewissen pflegen und holen uns nachher dann aus Brasilien und sonst wo, wo die Regenwälder abgeholt werden, da holen wir uns dann die Nahrungsmittel. Das ist da alles Schwindel. Und da machen Sie ganz kräftig mit. Also, und hier noch mal, einfach mal zurück. Hier sind über 40, ich habe 5 Minuten. Hier gucken Sie mal einfach drauf. Herr Berlino, ich mache jetzt nur mal, hier sind drei dicke Ordner. Und das blättern Sie mal durch. Jede einzelne Kennzeichnung hier drauf ist ein Grundstück. Das sind Tausende von Grundstückseigentümern, die Sie hier einschränken. Tausende. Und dass die sich jetzt dagegen wehren, da haben die jedes Recht. Also wenn ich einen Wald hätte und Frau Hinz käme um die Ecke und sagt, ich darf da noch nicht mehr das Holz für das Brennholz mehr ernten, ja, dann würde ich ja auch aufs Dach steigen. Das kann ich Ihnen aber sagen. Und ja, also wie gesagt, für Sie Hausaufgaben Linz und für Sie sozusagen die Hausaufgabe erst einmal mit den Leuten reden und nicht einfach so hintenrum die Methode Juncker machen, immer wieder dieselbe Methode und die Leute hinter die Fichte führen. Also das ist eine unsägliche Politikart, wie Sie hier machen. Klären Sie die Leute auf, bevor Sie sie sozusagen am besten so vor die Schlachtbank führen. Ja, die kriegen ihre Grundstücke Ja, da werden wir da auch noch mal drüber reden. Aber jetzt ist das ganz gut, dass wir das mal hier öffentlich. So, vielen Dank. Wir sind eigentlich am Ende der Debatte. Bitte, Kollege Frömmrich. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wir sollten irgendwann mal darüber reden, ob man in solchen Debatten dann auch wirklich zur Sache spricht. Das ist eine andere Debatte, aber am Ende des Beitrags ist gesagt worden, die Menschen dann zur Schlachtbank führen. Da würde ich gerne noch einmal einem Ältestenrat einen Blick drauf werfen, bitte. Ja, Ältestenrat können wir auf alles einen Blick werfen. Das kann mir auswählen, kein Problem. Machen wir gern. So, jetzt habe ich aber zu dem Punkt keine Wortmeldung mehr. Keine Wacht mehr. So, dann stelle ich fest, weil die erste Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den ULA. Da sind wir uns wieder alle einig hier im ganzen Haus.